Hi, Diado und herzlich willkommen zu einer Runde Port Royal, dem dritten Teil. Und wir werden heute ein bisschen Free-Game machen, Freispiel. Und ja, ich bin das Snoop, ich bin männlich, Einführung, man kann gar nicht anmachen, toll. So, ich nehme mal meine Lieblingsfarbe. So, Flagge, sag ich mal, die Sonne, sag ich mal. So, Spananien, Curacao, 1550, ist das höchste Startjahr. Die Schwierigkeit normal, Produktion Standard, mittlere Stadtgröße 1000, kleiner geht's nicht und 30.000 Kapital. Ich glaub, kleiner geht's auch nicht. Nee. Also 30.000 Kapital und ein Schiff. So, das sind unsere Startbedingungen. Ja, und dann würde ich sagen, wir starten auch schon los. Müssen wir kurz den Sound jetzt wieder anpassen, sag ich mal. So, jetzt sind wir raus. Weil der Startbildschirm ist mega laut und ich hoffe, das war jetzt ein bisschen besser, sag ich mal. So, erstmal auf den Anker und gucken wir mal. Ja, Holz ist schon schön, Steine auch. Aber die packe ich direkt quasi ins Lager. So, die brauchen wir später mal zum Basteln und Bauen. So, Fleisch können wir mitnehmen. Kakao jetzt eher weniger. Ausrüstung, die lasse ich hier, die Leute. Weil die brauchen wir auch später noch. Beim Ausbau etc. Wird aber noch ein bisschen dauern, denke ich mal. So, ja, die hätten Holz gerne gehabt. Kriegen sie aber nicht. Kriegen, sag mal nicht. So, und ja, Getreide kann man auch immer, glaube ich, ne? So, Baumwolle, ja, naja. Was wir relativ liegen lassen, ist erstmal Kakao. Weil Kakao brauchen wir auch nicht. So, von denen kann ich erstmal ein paar Leute schnupsen und dann gehen wir rüber. Wieder zu unserer schönen Stadt. Und so weiter und so fort. Wie man so kennt. Und hier können wir auch wieder einkaufen und ab ins Lager. So, jetzt können wir natürlich den Rest auch ins Lager schmeißen, wenn wir das wollen. Obwohl, warte mal, das Fleisch ist Quatsch. So, jetzt haben wir noch 16.000, das ist nicht mehr viel. So, die Mannequins packe ich auch mal schnell hier rein. Und dann schauen wir mal, wie geht es unserer Stadt. Es geht ja eigentlich relativ gut. Und wir können gleich Weizen verkaufen, aber komplett. Komplett Weizen verkaufen. Gut, hier könnten wir auch Fleisch einkaufen. Das würde ich auch mit. Das würde ich auch mit. Klamotten, ich weiß nicht. Habe ich den. Habe ich den gar nicht die Klamotten verkauft? Na, sollen sie denn nackig rumrennen? Ja, mein, warum nicht? So, 24.000. Ja, wir werden am Anfang relativ Verlust machen, denke ich mal. Ja, was ich gerne mache, ist sofort eine kleine Route. Also ungefähr, weil ich habe hier unten schon öfter angefangen. Und ja, das alles komplett selber zu managen. Ist zwar hübsch und schön, aber ja, ich sag mal so. Es ist auch hübsch und schön, wenn es sich selbst managt. So, jetzt können wir hier ein bisschen Fleisch verkaufen. Fleisch ist immer sehr begehrt, sehr gut. Zack, bumm und ja, passt auch schon mal mit. Das war's auch schon. Fünf Leute, okay. Ah ja, die habe ich bei mir abgeliefert. Die hatten wir ja bei mir abgeliefert. Bei unserer Startstadt. Und dementsprechend, ja, sind die auch schon weg. Warum fahre ich eigentlich unter gelber Flagge? Na gut, hoffentlich nicht. Gelb, die Sonne, passt schon. Ja, das hatten wir, glaube ich, eingestellt. Gelbe Fahne. Na gut. Hätte ich drauf achten sollen. Weil normalerweise fahre ich gerne Blasen. Blue, da petit, da bedü. So, und hier brauchen wir Eisen. Und Ohren. Oder haben. Ich weiß gar nicht, ob meine Stadt jetzt ein Werkzeug benötigt. Das weiß ich echt mal nicht. Aber das können wir nachschauen. Für diejenigen, die noch nie Port Royal 3 gespielt haben. Oder auch die Vorgänger. Ich habe die Vorgänger auch nie gespielt. Haha, muss ich mal zugeben. So,
Ist wirklich so. Obwohl, ich habe Patrizier mal gespielt, allerdings nach Porto. Ist auch sehr schön gemacht. Aber sehr, sehr, sehr viel Anlage. Muss ich echt sagen. Aber das Grundprinzip ist immer noch klar. So. Ja, hier können wir es nämlich sehen bei den Produktionen und so weiter. Warenliste. So, wir produzieren 120 Holz. 12 wird verbraucht. Und 67 sind auf Lager bei der Stadt. Gut, bei Steine ist es schlechter. Sag ich mal, wir verbrauchen mehr Steine, wir haben weniger Produktion und so weiter. Allerdings, man kann am Anfang auch nicht selbst produzieren. Was wir brauchen ist Mais. Produzieren wir 40, 89, 8 Uhr Speck. Zucker brauchen wir auch, ist auch total mies, gerade aktuell. Das sieht man in den roten Dings. Also Farbstoff, okay, ja, Farbstoff ist sowieso so eine Sache für sich. Weil Farbstoff gibt es nur in Frankreich. So, ja. Ich meine nur so, ihr könnt ja auch Fragen stellen, etc. Falls ihr irgendwas nicht ganz verstanden habt, etc. Und das Spiel noch nicht kennt. Es ist wirklich schön, aber schwer. Es hat viel Spieltiefe, sage ich mal. Und dementsprechend. So, also hier haben wir zum Beispiel die Stadtinfo, 900 Einwohner, 49% Zustimmung der Spanier, wir waren ja unter spanischer Fahne, wir haben ein Kanonending, tralala, zur Abwehr, 300 Mann, 65% Zustimmung des Volkes, nee, Zufriedenheit, 96 Aufschwung, also wir bekommen Leute dazu. Ich glaube, irgendwie gab es auch mal einen Siedler. Genau, und da gab es auch noch mal Zuwachsverlust an Siedlern, Sterberate, Geburtsrate, etc. So, 9 Betriebe gibt es in der Stadt. Es gibt 11 Häuser. Und es gibt 81% sind ausgebucht. Oder vermietet, kann man sagen, die Häuser. So, hier drunter sehen wir immer, was das Ganze produziert. Also einmal Holz, einmal Mais, einmal Steine, einmal Fleisch und einmal Kakao. Deswegen sage ich ja auch, Kakao ist so. Das wird hier unten in der Ecke komplett von fast jeder Stadt produziert. Und dementsprechend bringt uns der Kakao am Anfang gar nichts. Später ja, aber jetzt erstmal nicht. So, und hier haben wir die drei Teile. Das ist einmal von Stadt in Lager. Stadt in Lager ist hinten, ganz hinten das, was auch leuchtet. Stadt auf Schiff, weil wir haben gerade kein Schiff da. Und Schiff in Lager, das kann man nur in Städten machen, wo man ein Lager besitzt. Also auch in Hauptstadt. Oder auch Stadt und Lager. So, habt ihr wahrscheinlich schon öfter gesehen, dass ich da so wupp mache und dann wieder verkaufe und so weiter. Also nach links ist immer Verkaufen, rechts ist Einkaufen. Hier vorne haben wir schön die Items. So, und ja, jetzt könnten wir zum Beispiel Fleisch kaufen. Auch immer. So, ne, also da steht dann auch Kaufen, wenn man es in die andere Richtung, wenn es gerade nicht geht. Also viel Fleisch ist da nicht. So, jetzt könnten wir es in die andere Richtung drehen, da steht Verkaufen. Und zwar 0. Und dann ist alles gut. Ja, was man dabei beachten sollte, ist diese Anzeige vorne. Der erste Balken sollte immer beim Kaufen grün bleiben. Auch beim Verkaufen. Nicht unbedingt auf zwei grüne Balken gehen, weil wenn wir jetzt verkaufen würden, hätten eine relativ hohe Menge, geht der Preis runter. Ne? Jetzt ist er gerade 540 und wenn wir jetzt runtergehen, 360. Ne? Und wir haben es übrigens hier unten, oder hier hinten besser gesagt, 450 gekauft. So, das heißt, wenn ich es jetzt wieder verkaufen würde, 540, eins gehe ich rüber, dann ist schon der Preis gleich. So, ich könnte höchstens auch eins zurückverkaufen mit 495, hätte Gewinn von 45. Ja, warum nicht? So, aber in der eigenen Stadt zu verkaufen, ist so, pff, ja, die haben es halt, ne? Was sollen die damit, sag ich mal.
Ja, und hier sieht man immer so schöne Items. Das ist immer das, das was gerade ad hoc nachgefragt wird, kann man so sagen. Und dementsprechend, ja, das ist das, was am meisten gefragt ist an der Stadt. Kann man dann auch ein bisschen das anschauen und hinsegeln, wenn man das gerade hat. Wolle ist zum Beispiel jetzt sehr unnachgefragt. Weiß hat schon einen grünen Balken. Weiß, es reicht, glaube ich, um 10 Tage rum. Denke ich, glaube ich, war das. 10 Tage rum und dann... So, ja, ich hoffe für diejenigen, die das Ganze schon kennen, ist es nicht zu langweilig. So, 240, das Goldene in der Mitte ist der Verkaufspreis. Und wir haben es für 181 eingekauft, die Seile. Ist wunderbar. Also haben wir auch einen Gewinn. So, dann gibt es noch die Ausrüstung, habe ich gerade auch schon schnickschnack gemacht. Hier bringe ich immer Leute hin, also hier vorne die Zahl, da sieht man auch, ist die Stadt. Das ist das, was wir an Leuten auf dem Schiff haben und maximal ist das, was unser Schiff mitnehmen kann an Leuten. So, die Leute werden natürlich eingestellt und so weiter. Einmal, das kann man pro Stadt sehen, ist es so, dass die, wie soll ich sagen, das sind die Leute, die einfach Arbeitssuchende. So, und hier gibt es gerade null Arbeitssuchende, null auf dem Schiff und ja, die habe ich auch alle schon mitgenommen aus den Städten, soweit, damit die bei uns Arbeit finden und wir natürlich auch den Nutzen davon haben, später. So, und ihr seht schon, ja, jetzt ist natürlich hier schon auch relativ viel leer gekauft. Das ist ein bisschen schade, So. Was ich jetzt machen werde, ist erstmal den Rest ins Lager schmeißen. Und ich kann sagen, man kann immer so ein bisschen Steine und Stein und Holz horten, sag ich mal. Also immer schön ab ins Lager erstmal. Wir produzieren in dieser Stadt übrigens Steine und Holz. Das ist ein Riesenvorteil, der uns nachher zu Nutzen kommen wird. So, und aus diesem Lager verschwindet erstmal nichts. Das wird später dann sich ändern. So, wir haben übrigens 32.000. Ich habe somit Gewinn erwirtschaftet. Das ist schon mal toll. Und wir können jetzt hier erstmal nach Margarita fahren. Margarita hat hier so einen Ring. Das bedeutet, dass da ein... Oh Gott, wie nannten sie sich? Abgeordneter oder so ist von Spanien. Und dementsprechend kriegen wir dort auch Aufträge etc., die unsere Loyalität, das ist hier oben übrigens Spanien, Frankreich, England und Holland. Jetzt seht ihr, da ist ein Schwert zwischen. Das bedeutet, die beiden haben Krieg, England und Holland. Das wird öfter vorkommen. Manchmal kommt hier so ein Astelzweig. Das bedeutet, die haben Frieden, also die haben dick Frieden. Aber das ändert sich ständig. So, wenn wir in die Stadt rein wollen, klicken wir einfach mit links drauf. Mit rechts kann man übrigens direkt das Handelsmenü öffnen. Oh, schön. Jetzt zeigt er mal die Stadt-Sachen wieder an. Das ist toll. Und er bietet uns hier an der großen Werft, zwar nur an den großen Werften, kann man große Schiffe kaufen. Oder besser gesagt, Schiffe kaufen. An den kleinen Werften, die haben, hat jede Stadt, kann man seine Schiffe aber reparieren lassen. So, jetzt haben wir hier eine Schaluppe. Die Schaluppe ist toll, die nehmen wir. Die Floyd ist super toll. Ich liebe Floyd. Und auch die Handelsflotte, das größte Handelsschiff überhaupt von den Holländern. So, jetzt haben wir die Schaluppe genommen. Und die Schaluppe, die soll natürlich auch einen Namen kriegen und so weiter. Es gibt nochmal vorgegebenen rasender Falke. Warum ein Falke auch immer rast, aber wie wär's mit rasender Ente? So, rasende Ente und, warte mal, wie heißt du eigentlich? Jägerin. Jägerin. Klingt gut. Gut, lassen wir es mal so. So, diese Beschriftung der Gebäude ist leider nicht immer da. Finde ich schade. So, hier haben wir den Hafenmeister. Beim Hafenmeister könnten wir jetzt diese Schiffe zum Beispiel rausnehmen und wieder zusammensetzen und so weiter. Das kommen wir später noch zu. Hier haben wir die Taverne, da sind öfter mal Gäste.
Ich kann die Sichtweite eurer Konvois vergrößern. So, den könnten wir jetzt engagieren, den guten Mann. Und das Lustige ist, wir haben die Sichtweite von allen Konvois um 4% erhöht. Und das war's. Und wir können übrigens in der Taverne immer Karten spielen. Es wird immer teurer und wir spielen Blackjack. Dann nehmen wir 250 Sätzen. So, wir haben eine 13, sagt er. Er hat eine 8. Ich nehme noch eine Karte und ich habe 23. Ja, das ist Blackjack. Super. Wir haben 250 Ocken verloren. Macht ja nichts. Und weiter geht's. So, hier hinten haben wir eine Kirche, da können wir übrigens beten. Oh, wir können nur beten momentan. Auch wunderschön gemacht. So, und Moment habe ich irgendwie vergessen. Der Hafendock natürlich, da können wir handeln. Da können wir jetzt zum Beispiel. Habe ich ihn jetzt? Moment. Da könnten wir jetzt zum Beispiel Holz und so weiter natürlich handeln. Haben dieses Menü wieder. Aber das Wichtigste ist der Baumeister. Weil beim Baumeister können wir Konzessionen kaufen und dann können wir in anderen Städten bauen. Allerdings die Konzession, wir benötigen dafür erstmal einen Rang, und zwar den Seemannsrang. Und dementsprechend können wir hier gar nichts anfangen erstmal. Hier oben haben wir übrigens den Rang. Wir sind Schiffsjunge. Gibt auch das Schiffsmädel irgendwie oder Schiffsdame, keine Ahnung, wie das heißt. Man kann auch weiblich wählen, dann gibt es das alles auch weiblich. So, hier oben haben wir noch unsere Bilanz und so weiter. Snoopy, Schiffsjunge, bla bla bla. Vermögen aktuell benötigt, tralala, Laderaum 400, benötigt 0. Das ist, um den Rang aufzustufen, brauchen wir noch Geld. So, Schiffe, Konvois, wir haben zwei Schiffe, wir haben zwei Konvois, 22 Kanonen, die nicht beladen sind, weil bringt bei den Dingen gar nichts. Und hier unten, das ist Betrieb, Wohnräume und so weiter, haben wir auch noch nichts. Also wir haben noch relativ gar nichts. So, Ansehen, wir sind erstmal nur Händler, unbekannter Händler, kennt keine Sau. Und hier oben, das Ansehen ist wichtig. Wir haben bei allen ungefähr 48%. Ich glaube, man fängt mit 50 an. Und man kann sich beliebt machen, man kann sich unbeliebt machen und. So, und unsere Bilanz sagt gerade, dass wir richtig miese machen. Yay, miese. Warum? Wir haben gerade ein Schiff gekauft. Und das Schiff ist natürlich richtig teuer. Also, es hat 20.000 gekostet. Die Schaluppe. So, dann würde ich sagen, wir gehen wieder aus der Stadt raus. Übrigens sehr wichtig, dass man den Schiffen dann in der Stadt direkt einen Namen gibt und so weiter, weil sonst verliert man es zu schnell. Kein Kampfschiff. Wenn du möchtest, dass sich dein Konvoi bei einem Angriff zur Wehr setzt, musst du definieren, welche Schiffe die Kampfschiffe sein sollen. Wähle dazu rechts in der Konvoi-Anzeige den Bereich Kampfschiffe und klicke auf ein freies Kampfschifffeld. Alternativ kannst du auch einfach auf den Max-Button klicken. Dadurch wird die Kampfkraft deines Konvois maximiert. Das ist schön. Ich habe den Herrn schon 5-mal ausgemacht. Und er quatscht mir es trotzdem immer wieder rein. Ich finde es toll. Kann man übrigens über die Option machen. Allerdings, man sieht, es funktioniert super. Wir sind ja. Ah. Muss ich mich echt dran gewöhnen. Na gut, so, jetzt haben wir natürlich zwei Schiffe. Ein Schiff sollte vielleicht hier lang fahren, ein anderes woanders lang. Und zwar, hier vorne haben wir Konvoi-Übersicht und wir haben 200 Ladeplatz. Das Schiff packt, glaube ich, wie viele Seemänner? 70. So, aber hierzu kommen wir später noch. Hier haben wir die Nahrung, die wir gerade geladen haben. Nichts. Und hier haben wir dann mal die Schlagkraft etc. Also vollkommen irrelevant. Irrelevant. So, jetzt kann man eine Handelsroute anfangen. Das ist das Schwierigste im Spiel überhaupt, finde ich. Die Handelsrouten zu machen. Wir machen jetzt hier die ganz kleine, die ich immer eigentlich mache. Obwohl, warte mal. Das war Quatsch. Das war Quatsch von mir. So. So, also ein Zickzack.
Und zwar kann man hier verschiedene Dinge tun. Man kann Wohlstand sagen, dann wird, das steht hier immer ein schöner Text, da wird die Stadt quasi bedient, das was gerade braucht und so weiter, wird gekauft und der Stadt gebracht. So ungefähr, kann man sich vorstellen. Und verkauft. Bei Profit guckt man, dass es möglichst profitabel ist. Bei Lagerleeren, da kommen wir später vielleicht mal zu, werden immer nur Sachen aus dem Lager erschifft in andere Städte. Rohstoffe beschaffen, das bedeutet, dass wir immer Steine, Holz und andere Rohstoffe, die die Stadt benötigt, oder die wir besser gesagt benötigen, zur Produktion und so weiter, die werden dann eingesammelt. Und der Stadt natürlich gebracht, unserem Lager. Lager und Rohstoffe ist Lager leeren, Rohstoffe rein und so weiter. So, dann gibt es noch Bauwaren beschaffen. Das bedeutet, er holt nur Holz und Stein. Das sind die Bauwaren. So, Verteilung, ich weiß gar nicht, das war zwischen den Lagern, glaube ich, ne? Zentrallager, genau. Da gab es Verteilung, Zentrallager und so weiter. Eigene Strategie, mache ich immer. Und das ist das Schwerste, was man so machen kann. Und die Zeit läuft. Kleidung. Und ich mach mal kurz aus. Weil wir sind wirklich gleich pleite. Wir haben noch 1000. Weil ich so viel erkläre. Und ich mache. So. Unser Schiff ist näher. Tralala. Wir machen eine neue Route. Hier unten übrigens Route bearbeiten jetzt. Da steht eigentlich. Ich sehe gar nicht. Route irgendwie. Neue Route oder so. So, eigene Strategie. Man kann ja auch Strategien speichern und laden. Deswegen es im vierten Teil ein Riesenpaket irgendwie gab, dass die wohl ja viele gesagt haben, wir wollen gar keinen Multiplayer mehr und bla bla, weil irgendwelche Leute die Routen laden und so. Also ich als Entwickler würde hingehen und sagen, okay Leute, dann machen wir die Funktion im Multiplayer ganz kaputt. In dem Sinne, entweder du kannst die Route nicht laden oder aber du kannst keine Map spielen, die Standard ist im Multiplayer. Das heißt, es wird immer random generiert. Wir spielen gerade aktuell Standard, das bedeutet, die Karte ist immer gleich. Also gleich ist es sowieso, aber die Sachen, die die Städte produzieren und so weiter, die sind gleich. So, bei Random und so weiter sind die Sachen nicht gleich. So, jetzt haben wir hier Curacao. Curacao hat übrigens hier das rote Häuschen. Das bedeutet, wir haben dort ein Lager. In das Lager machen wir maximal alles reinlegen. So, und auch maximal vom Schiff auf die Stadt verkaufen. Und dann, gucken wir mal. Was nehmen wir denn aus dem Lager mit? Was wäre denn hier gefragt? Das ist die große Preisfrage. So, ich schau mal. Na gut, also Brot, Rum, Seile eher weniger, Klamotten, Fleisch. Fleisch stellen wir selber her. Kakao brauchen wir hier unten nicht verteilen. Tabak. Und ihr werdet euch jetzt wundern, warum macht er das so viel? So, weil ich schon weiß, okay, das werden wir später irgendwann machen. Und dementsprechend werden wir, Baumwolle muss nach oben. Weiß ich nicht schon. Das muss verteilt werden. Hanf, Jein muss glaube ich auch eher nach rechts. Also das müsste jetzt nicht von ihm verteilt werden. Zucker muss nach oben. Was wir verteilen können ist ein bisschen Mais. Und ja, Weizen. So, jetzt habe ich über Max gemacht. Erstmal nur so. So, das bedeutet, wir nehmen das Maximale, was geht. Was da ist auf unser Schiff. Allerdings kann es sein, dass wir nachher, keine Ahnung, viel zu viel Weizen haben. Oder besser gesagt Mais oder irgendwas. Komm, Bananen nehmen wir auch noch. So, und jetzt können wir natürlich noch Plus machen. Oder Minus. So, und jetzt seht ihr, das sind 200. Und jetzt mit dem Ticker können wir runtergehen auf einen Bestand, den wir auch hätten. So, keine Ahnung, wie ist es nicht, 30, 40. Na, machen wir 20. 21. Ein bisschen doof ist beim Ticker, dass der immer so tickt, wie er will und nicht wie ich will. So, und jetzt seht ihr schon, ja, die anderen werden mitgetickt. Das ist doof.
So, weil hier einzeln kann man das auch machen. Und ich setze mal wieder Max und ja, jetzt werden alle natürlich gemaxt. Natürlich doof. Also müssen wir wieder rausselektieren. Was soll er nicht mitnehmen? War ja Zucker, das war Hanf, glaube ich. Textilien, ja. Lalala, lalala. Die Baumwolle wollen wir nachher nach oben verschaffen. Kakao braucht hier keine Sau. Das ja, das ja, das ja. Seile möchte ich eher weniger. Und der Rest schon. So, deswegen mache ich es mit dem Minus, weil die anderen mehr als nichts geht nicht. So, 94, tralala. Machen wir wieder so um die 30 unbedingt. Oh, komm, komm, nehmen wir 30. So, jetzt müsste man aber mal berechnen. Das Schiff hat, die kleinsten Schiffe haben immer 200 Ladekapazität. Das bedeutet 3, 6, 9, 120, 150. Da kommen nochmal 9 dazu. Also wir sind schon weit über der Ladekapazität, wenn wir das hier alles einladen wollen würden. So, jetzt können wir natürlich nur einkaufen, weil wir haben ja nicht alles immer auf Lager. Aber vielleicht hat es die Stadt ja gerade. So, was wir nicht kaufen möchten, ist natürlich Holz und Stein. Das soll die Stadt behalten. Schauen wir mal an. Also eigentlich genau die gleiche Konstellation. Sage ich mal. Also Hanf hatten wir, glaube ich, gesagt. Nee, brauche ich ja keiner wirklich. Und auch die Baumwolle soll nach oben. Oh, Kakao braucht keiner. Oh, und ich glaube, ja, Seide wollte ich. So. Und da machen wir jetzt auch wieder 30 oder irgendwas. Sag ich mal, so. Ich mach mal, ja, 30. So, jetzt haben wir das hier eingestellt, so ungefähr. Allerdings, wir haben eins nicht eingestellt. Also, wir haben hier den Verkauf von Schiff. Immer den Fall gucken vom Schiff auf Stadt oder zur Stadt. Und jetzt können wir hier hinten den Preis anpassen. Also, wir können 100% machen. Das wäre das, was das hier ist. Gerade 31 und so weiter. Ich richte mich immer nach Holz- und Steinpreis. Ja, ist relativ gleich. Und so, da weiß ich ungefähr, wie viel ich brauche. Jetzt könnten wir 120% nehmen. So, allerdings, ich empfehle auch noch höher zu gehen, also auf 40 zum Beispiel, wenn nicht sogar 42. Achso, ist Verkauf. Bei Verkauf würde ich so, ja, 45, 46 rum versuchen. So, und beim Einkauf, das ist jetzt von Stadt auf Dings, machen wir auch mal so 140, 142. So, und dann sehen wir natürlich, dass wir eine Differenz haben von 4. Und das sollte so auch sein. So, jetzt machen wir das Ganze folgendermaßen. Hier kann man nämlich die Einstellung von der Vorstadt kopieren. Erleichtert eine Menge, sag ich mal. Allerdings, ja, nee, ist okay. Ist okay, lassen wir so. So, und jetzt müssen wir nur noch die Route aktivieren und dann kann es losgehen. Yay, das Schiff fährt. Nee, tut's nicht. Moment, wir haben die Pause drin. Gut, jetzt fährt das Schiff gleich los. Und jetzt haben wir noch das zweite Schiff, deswegen sollte man auch mal zwei Schiffe haben. Weil es gibt immer Aufträge. So, Ausrüstung, wir packen erstmal hier Leute wieder rein. 131 Sita stehen in der Stadt bereit. 108 von ihnen bieten euch ihre Dienste an. Das ist schön, aber das wollen wir später haben, die Dienste von ihnen. So, und hier können wir schon wieder ein bisschen Holz, ein bisschen Stein nehmen und das wieder ins Lager schieben. Allerdings müssen wir ein bisschen aufpassen, weil jetzt haben wir nur noch hier oben ist das Gold 360 Ocken. Da jemand dazu. Ocken. So, und jetzt müssen wir statt ein bisschen was verkaufen, das was wir möglichst nah haben, damit wir ein bisschen mehr Geld haben. So, und Brot. Brot ist auch sehr schön, sehr gut. So, damit haben wir wieder 2000. Puh, Glück gehabt. So, ansonsten, wenn es ganz hart kommt, ne, das ist einmal zum Bauen die Reserve, aber auch kann man sich so ein bisschen vorstellen wie mein kleines Bankkonto. Sprich,
wenn wir das immer dann ein bisschen horten, haben wir auch ein paar Reserven quasi auf Lager liegen, die dementsprechend dann auch noch verhökert werden können, wenn wir nichts mehr irgendwo kaufen können, weil unser Konto auch minus gelaufen ist. Das ist natürlich richtig doof. So, jetzt fahre ich mal mit dem kleinen Schiffchen los. Ich lasse mal das andere erstmal einkaufen. Das ist nämlich gerade in Coro. Dieses Gelbe, also irgendwie. Es passt ja zu Spanien und so, aber. Ne, weiß nicht. So, ich fahre mal hierher. So, wir haben jetzt 4666. Nice. 1309. Und jetzt fängt es nämlich an, dass er mit dem Auto Einkauf, Verkauf. Wir können auch das Schiff wechseln, indem wir hier gucken. Also hier ist die Schiffsliste, hier haben wir den Anker. Das ist alle Schiffe, die vor Anker irgendwo liegen. Das sind die Schiffe, die irgendwo auf See rumfahren, stehen, irgendwas, die ihr selbst managt. Und hier haben wir dann die Liste nochmal. Konvois, Städte übrigens auch. Handelsrouten. So, am Anfang nicht wundern, die Handelsrouten, wenn man sie neu gemacht hat, werden nicht sagen, hey, ich mache plus minus, sondern immer erst, wenn die Route einmal abgefahren ist, kann er eine Bilanz ziehen und sagen, hey, ich mache plus oder minus. Vorher ist das auch nicht. So, jetzt haben wir noch die rasende Ente und die Jägerin. Die rasende Ente ist jetzt in Caracas. Hier unten. Man kann sich wegschieben, es ist genau davor. So, wir haben jetzt die rasende Ente. Und die hat jetzt Folgendes geladen, und zwar Weizen und einmal Eisen. Mit dem Eisen, hier ist übrigens die Lupe bei der Stadt, kann man sehen, hier die produzieren Baumwolle, Weizen, Eisen oder Metall, oder ja, Metall soll es sein, und Seile und so Kram. Oh, warte mal, Seile produzieren, dann könnte ich ja doch Hanf mitnehmen. Und Kakao. Kakao produziert hier jeder, aber wirklich jeder. Hier unten. So, jetzt gehen wir bei der Stadt zum Beispiel mal drauf und wir sehen gleich, oh, die machen Zucker, die machen auch wieder Weizen, das ist super. Lehmziegel ist auch superiö, weil die brauchen wir ohne Ende. So, Metallwaren, und Metallwaren werden zum Beispiel aus Metall hergestellt, logischerweise. Dementsprechend lohnt sich das immer, das Metall rüber zu schubsen. Und Kakao, wie gesagt. So, wir selber machen ja hier Holz und Steine, das also die Baumaterialien. Denn ja, Mais und Fleisch, und jetzt kommt das Schöne, wir benötigen Mais, um Fleisch zu produzieren später. Und Kakao natürlich. So, und in Coro wird was ganz anderes produziert. Und zwar auch wieder Weizen, wieder Baumwolle, auch nochmal Ziegel. Und Textilien. Textilien sind richtig teuer in diesem Spiel. Und dementsprechend haben wir da auch guten Gewinn bei, sag ich mal. Wenn wir die Textilien verschiffen. So, jetzt sind wir hier in der Stadt wieder. Und ihr werdet sehen, oben rechts, der Kontostand, der wird jetzt immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist natürlich immer Verkauf, Einkauf, Verkauf, Einkauf. Und irgendwann haben wir so ein gewisses Pendel, dass wir sagen können, okay, machen wir Plus oder Minus. Ich kann natürlich auch die Bilanz sehen. Und ein Schiff fahre ich immer ein bisschen rum. Hier haben wir nochmal Weizen, oh, Hanf zum Beispiel. Für die Seilerei hinten. Und Brot. So, jetzt könnten wir das zweite Schiff nehmen. Und ihr seht schon, jetzt kommen da rote Zahlen über dem Teil. Gesamt 300 noch was würde es kosten. Können wir uns nicht leisten, weil wir haben kein Geld mehr. So, jetzt ist es Obacht gegeben. So, die 13 Männchen nehme ich auch noch mal mit und fahre natürlich nur morgen zu unserer Heimatstadt. Jetzt haben wir 6000 wieder gekriegt. Ah, ist das gemein. Hätte ich das Brot doch mitnehmen können. Naja, so ist es halt. So ist es halt. So, jetzt haben wir wieder 5000. Das Schiff ist übrigens gerade in Caracao, unsere Heimatstadt, und fährt gleich wieder los. Yay! Und dann haben wir wieder Sachen im Lager. Hoffe ich doch. So, und hier haben wir auch wieder. Wir haben noch 700. Moment. Das ist ganz böse. So, hier haben wir noch Weizen. Da haben wir noch Hanf. Achso, den Hanf hätten wir zur Seilerei bringen können. Können wir auch tun. Sag ich mal.
So, und hier haben wir auch wieder Steine und so weiter, weil die Stadt ja produziert. Hanf brauchen die gerade nicht. Das ist schade. So, gucken wir mal, was haben wir auf Lager aktuell? Wir haben Weizen. Weizen wird immer sehr, sehr gerne genommen und gefragt. Und jetzt machen wir es weg und haben 1990 Bocken. So, ansonsten haben wir nichts auf Lager. Es gibt später einen Lagerverwalter und so weiter, kommen wir auch noch zu. Aber, ja, ich sag mal so, am ganz zu Anfang lohnt er sich auch nicht, weil der kostet auch Geld. Der möchte auch bezahlt werden, Brötchen essen und so weiter. Und dementsprechend kostet er Geld. Und so, jetzt haben wir noch mal mehr Männekes hingebracht. Jetzt werde ich mit ihm hier auch eine Route machen. Der Tanf kann auch drauf liegen bleiben. Und zwar von Karakau nach hier, nach da, nach dort und wieder zurück. Man sollte mit den kleinen Schiffen immer kleine Routen machen. Ne? Es sind ja eine Schaluppe und eine Pinesse. Das sind die zwei kleinsten Schiffe, die es gibt. Sehr empfehlenswert am Anfang, weil sie wenig Unterhalt haben und so weiter. Und sie sind natürlich in der Anschaffung auch sehr günstig. So, verkaufen und ins Lager maximal. Oh, Moment. Lager maximal, verkaufen maximal. Ja, genau. Also maximal heißt immer wie viel, logischerweise. So, jetzt müssen wir mal gucken, was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Wir könnten zum Beispiel Weizen mitnehmen. Weil Margarita macht Brot. Das bedeutet Weizen und Zucker. Brauchen wir zum Brot machen. Dann könnten wir vielleicht ein bisschen Mais mitnehmen. Bananen später. Wenn wir welche haben. Wobei Bananen müssten eigentlich von rechts kommen. Wir produzieren aber Mais, das ist gut. Zucker kommt, glaube ich, auch relativ von rechts, relativ von links, ist relativ. So, Hanf wollten wir ja auch gleich mitnehmen. Eisen. So, Baumwolle, Baumwolle, Baumwolle. Ich weiß gar nicht, werden hier Tücher irgendwo her produziert? Nein. So, das nehmen wir mit. Farbstoff ist immer gut. Kaffee, Kakao. Kakao. Kakao, hat er gerade gesagt, wollen wir nicht. Ja, in geringsten Mengen. Weil Margarita hat einen produziert zwar Kakao, hat aber einen hohen Anteil von wir verbrauchen zu viel. So, dieses, jenes, tralala. Jetzt könnten wir ein paar Seile mitnehmen und auch den Rest. So, weil das verteilen wir jetzt hier. So, jetzt machen wir erstmal wieder unsere 30, sag ich mal. So, tralali, tralalo, irgendwann sind wir da. So, und jetzt können wir natürlich hingehen und wie gesagt, Kakao möchte ich nicht so viel mitnehmen, dann nehmen wir 10 mit. Weil so ist der Bedarf einfach nicht und Seile nehme ich auch nur 10 mit. So, vom Lager. Das Traurige ist, wir können es nicht hier auch nochmal so bumm machen. Und, warte, nee. Max. Nach oben ist übrigens weg. Das Max. So, hier kann er natürlich einkaufen, wie er lustig ist. Von was Zucker, Hanf. Eisen. Baumwolle, ich glaube Baumwolle. Ja, wird dezent gebraucht. Sofern es keine Stoffe produziert, die Stadt, brauchen sie nicht wirklich viel Baumwolle. Sondern einfach nur ein Kopfkissen zu machen oder irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie da machen, aber sie machen irgendwas damit. So, Fleisch, Säule, tralala. Gut. Jetzt machen wir natürlich, Steine und Holz möchten wir nicht abkaufen unserer eigenen Stadt. Das ist schade. Wäre schade, besser gesagt. So, wir machen wieder die 30. Voll. Und dann, gucken wir. Ja, ich glaube, hier gibt es gar keinen, der das groß braucht. Aber man muss öfter später nach den Routen schauen. Hier machen wir auch wieder 10 und auch beim Kakao 10. So, dass er natürlich sich nicht verliert. So, Einkauf haben wir. Übrigens, die Preise, die werden immer übernommen. Das ist sehr, sehr gut. So, aus dem Lager holen, ins Lager rein. Ins Lager rein würde ich immer empfehlen, alles maximal erstmal ins Lager zu tun. Um einfach die Schiffe wieder ein bisschen freier zu kriegen, zu leeren und so weiter. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay,
das und das nehme ich jetzt mit auf die und die Route, wenn es sich denn lohnt. So, hier verkaufen wir auch erstmal Max, oder ich sag mal, wir übernehmen es wieder von der Stadt. So, das sind übrigens jetzt alle Einstellungen. Allerdings, also Verkauf ist sowieso egal. Jetzt erstmal, wir verkaufen erstmal alles überall, wie es geht. So, wir haben schon 10.000 übrigens mit dem einen kleinen Schiff. So, Einkauf, ja, können wir auch eigentlich bei 30 oder so lassen. Komm, wir lassen es einfach sein, damit ich auch nicht so viel kaufen, Kakao auch nicht. Und das, was Überhang ist quasi, ne? Also wenn wir jetzt hier nochmal gucken, ins Lager alles und aus dem Lager raus, nehmen wir ja auch nicht so viel mit. Also so viel an Kakao und solchen Sachen, die man hier unten nicht los wird. Die können wir später oben loswerden. So, ich würde sagen, ich schicke ihn einfach mal auf die Route. Wir schauen mal, was er machen wird. Wir hoffen auf Plus, aber man kann es nicht unbedingt wissen, ob es jetzt ein Plus werden wird. So, mit dem zweiten Schiff würde ich eigentlich noch ein bisschen rumfahren und Späße machen, aber man sollte immer auch ein Schiff später haben, womit man immer ein bisschen rumfahren kann, weil es gibt Aufgaben, Aufträge etc., die man erfüllen kann, sollte und müsste, um dann das Ansehen hier zu erhöhen und so weiter. Und ja, das hat noch, ja, wie gesagt, das Spiel hat viel Tiefe. Das hat später einen Fluss, sag ich mal, auch die Kämpfe und so weiter. Also, dass jetzt Großbritannien mit Holland kämpft, das ist uns erstmal relativ wurscht. Die greifen uns auch nicht an oder so, ne? Also, das nicht. Aber, ja, es hat Auswirkungen auf unseren Handel, sag ich mal. Und so weiter, ja. Also, ist dann schon ein bisschen, Juti. Also ich würde sagen, so viel erstmal so weit. Und jetzt lassen wir es einfach mal ein bisschen laufen. Und ich mache ein ganz kleines Päuschen. Bin gleich wieder da.